Wirbel bis zum Ende. Überlass das mir. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Ich lasse los. Festhalten. Komm zu den Becken zurück. Komme. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Also dann? Hab mich Wunder. Ha, es funktioniert. Ja. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Los! Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie! Okay. Fertig. Perfekt. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Zwischen die beiden Becken. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Dann werfen wir mal Feuer. Los, Feuer rein. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Ich wollte schon sagen. Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. Ich kann mal nicht hoch, hier wollen wir lang. Ist unser Boot da vorn? Sei dir da nicht zu sicher. Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudin und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Mir nach. Hier weiter. Das Boot ist nicht mehr weit. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Na gut, mal sehen, was du bewirkst. Sie bewegt den Übergang. Wir brauchen das Ding hier. Wer seid ihr? Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. Verdammt! Hätte ich nicht erwartet. Wartet kurz! Er wirkt vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Hier ist euer Verdünner. Danke!
Er scheint nichts von unserer Flucht zu wissen. Oder er hat es einfach noch nicht bemerkt. Sehr schön. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackel. Habt Geduld. Ist vermutlich als Hexe verbrannt. Wir wollen Feuerball werfen. Gut, das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Gut. Jetzt noch die anderen beiden Becken. Dann legen wir mal los. Amicia, geh auf den Übergang und kümmere dich um den Verdünner. Ich betätige die Kurbel. Alles klar. Ich sag dir Bescheid. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Geht klar. Gucken wir mal jetzt. Gut, lässt das Schiff fallen. Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit. Ein Stück zurück. Ja, ein Stück zu. Können wir erstmal looten. Hey, lass gut sein. Ja, sofort. Klasse, genau richtig. Passieren. Na bitte! Ein Boot versperrt noch den Weg. Das musst du dran. Sofort. Gute Arbeit. Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft. Jetzt noch das letzte Becken füllen. Wir müssen mal damit aufhören. Lass es. Geht klar. Und schaltet uns aus. Lukas, du kannst jetzt kommen. Der Weg ist frei. Alles klar. Da geht's zum Schiff. Ach, scheiße. Das war Blödsinn. Oh no.
Nicht die ganze Bereich nochmal verschwunden. Josephs Boot, wir sind fast da. Ja, ja, gehen fast wir. Da. Sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Selber da unten schuld. Gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Gott, was Teer, Blödsinn. Ich komme. Was für ein Tag. Nochmal von vorne. Hey, wer seid ihr? Habt ihr die Brücke runtergelassen? Ja, wir wollen nur rüber. Rüber? Wie denn? Ich stecke hier schon stundenlang mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Könnt ihr den Übergang herbewegen? Ja, wartet kurz. Nein. Er wirkt vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Boah, das ist vom Eindrucken scheiße. Da ist auch noch kein Teer drin. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Gut. Das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirkt dein Einsatz, Lukas. Na gut. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Wir wissen schon, dass eine Ausgangssperre herrscht. Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Das Gespräch hat man ja nicht. Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit. Ein Stück zurück. Das reicht. Hör auf. Sofort. Klasse, genau richtig. Erledigt. Zünden wir das hier auch an. Wird gemacht. Na bitte. Ein Boot versperrt noch den Weg. Das musst du hochziehen. Aber Lukas. Geht klar. Gute Arbeit. Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft. Jetzt noch das letzte Becken füllen. Du kannst aufhören. Na gut. Was ist denn hier los? Ich bin nachlässig. Mann! Ich lasse nach hier. Und fertig! Lukas, du kannst jetzt kommen! Der Weg ist frei! Alles klar! Vielleicht erst noch so rüber ist. Amicia, ich steck fest! Oh nein, das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Ja, wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Flammen. Das nun, ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los. Wirf Teer auf ein Feuer, dass die Flammen ausbreiten.
jetzt! Der Teer wird nicht ewig brennen! Hat perfekt geklappt! Danke! Ziemlich clever! Wir haben zwar keinen Schimmer von Alchemie, aber mit Teer kennen wir uns aus. Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist vertraulich. Na gut. Fast geschafft. Besser, Maske. Kommst du durch? Dein Zeug benutzen? Ich steck fest! Ja, ich versuch's. Ach, da oben. Wird noch gleich grad mal den Zuschauern blenden. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Ah, das habt ihr gut gemacht! Geschafft! Ich bin froh, dass wir heute das Gesetz gebrochen haben. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach komm! Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Und ob? Das ist zu wichtig! Moment! Moment! In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen. Ihr! Ihr seid geflohen! Du könntest ihn finden, Amicia. Na los, das Boot ist gleich da hinten. Ja. Er wollte es nicht anders. Nein. Ach, als ob. Du willst mich verarschen. Der Abschnitt ist nochmal von vorne. Ah, zum Glück. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Ha, das habt ihr gut gemacht. Geschafft. Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach komm! Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Und ob? Das ist zu wichtig. Moment, Moment! In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen. Ihr, ihr seid geflohen! Du könntest ihn blenden, Amicia, mit dem Teer. Ich nehme die Gerechtigkeit selbst in die Hand. Na los, das Boot ist gleich da hinten. Ja. Wie sollen wir da jetzt langkommen? Ich bin nicht gestiegen. Scheinbar so. Gott. Diese Leute. Ich vertraue niemandem mehr. Ja. Gut, dann an die Arbeit. Schleuder können wir nicht. Ach, die Alchemie können wir verbessern. Das sollte die Sache erleichtern. Sehen wir uns das Boot an. Es geht um die öffentliche Gesundheit. Du hättest schon längst verschwinden sollen, Joseph.
Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Das ist er. Ja, doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Nein, du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Oha. Joseph, warte! Bleibt, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte! Wir sitzen fest und wir haben ein Kind bei uns. Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Ja, am nächsten Steg. Wer seid ihr? Wo ist der Hauptmann? So, ist der erstmal nicht die Wache kämpfen. Eindringlinge! Mach schon, los! Ja, komm. Das war knapp. Ja. Hey, habt ihr das gehört? Das kam vom Steg. Kommt mit mir. Soldaten! In Deckung! Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Steht doch wieder auf. Ihr seid erledigt. Verdammt. Recht ein Topf. Sieh dir das Feuer an. Ja. Na komm, auch bitte. Kurz vor der Fackel. Du willst mich verarschen, Spiel. Das war knapp. Ja. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Na komm. Da versteckt ihr euch, Alter. Wir sind nicht mehr. Oh nein. Hier drüben! Ihnen nach! Oh nein! Wie soll das was werden? Ihnen nach. Jetzt könnten wir die... Du hattest deine Chance. Endlich! Komm jetzt hier lang. Jetzt kommen sie! Ich habe
angestellt. Jemand scheint Angst im Dunkeln zu haben. Dieses Feuer. Da brennt kein Holz. Es sind Leichen. Oh, dort enden sie also alle. Wir haben kein Teer mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säubern? Die meisten dieser Menschen waren nicht mal krank. Das Biest löscht die Bewohner aus. Das ist ein Gemetzel. Sie alle sind der Krankheit ausgesetzt. Wir können es nicht riskieren, die Leute rauszulassen. Den Messer mehr. Darum haben sie die Stadt abgesperrt. Ja, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Eine Kriegsstrategie. War das? Hey, sucht alles ab. Hier sind Eindringlinge. Ich sehe sie. Ja! Sie sind dahinter, ganz sicher. Oh, Scheiße. Sobald wir Joseph erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Wenn der Graf hier gewesen wäre, vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Wir hätten ihn treffen können. Den gelähmten Typen kann ich gerade nichts tun. Vorsichtig. Jetzt hocke ich hier fest. Ich hoffe, die Jungs bringen bald die Krüge. Nein, nein, das lasse ich besser. Wir haben Gesellschaft. Er steht vor. Sie. Schon ermordet. Verflucht. Noch einer weniger. Er verfehlt nie. Endlich erweist sich der Orden als nützlich. Hey, all diese Leichen. Niemand bewacht ihre Häuser, stimmt's? Aha, ich weiß, worauf du hinausbringst. Versuchen wir's. Heute Nacht. Mit einem großen Sack. Das kann aber. Oh, Scheiße. Mich jetzt lang. Ich komme nicht da drüben. Scheiße, er ist tot. Ich finde deinen Mörder, versprochen. Müssen schnell weg. So gut. Das Ding jetzt gebracht. Das war nix. Hier schleicht jemand rum. Nicht hierher, nicht hierher. Wer zum Teufel seid ihr? Das ist gut scheiße. Denkt ihr, ihr seid jetzt sicher vor mir? Komm, das Tier irgendwie anschießen. Wir sind geliefert, wenn der zu uns kommt. Und wir machen dem gerade den Weg frei. Das ist vielleicht Blödsinn. Ich komme hier gerade nicht raus. Nee, ich komme gerade gar nicht raus. Nein! War die einzige Möglichkeit gerade.